Ich brauche den Adrenalinschub. Im Longboard fahren genauso wie beim Skifahren. Oder wenn ich hierher komme. Ich glaube, ich bin eher ein reservierter Mensch. Ich möchte gerne finden, was ich suche. Ich hoffe, heute wird es voll. Ich kann ein bisschen heizen da. Ich freue mich daran, wenn ich meine Sachen, die ich mache, anderen auch eine Freude machen kann. Und ich weiss ja, es wird von anderen irgendwie wahrgenommen und so. Das ist mir wichtig. Ich muss auch mal Spass haben dabei. Es darf nicht langweilig werden. Und es ist schön, wenn man es mit der Familie oder wenn man es mit den Freunden machen kann. Ja, der heutige Tag war wirklich sehr, sehr kalt. Der Schwung war halt nicht so rund, es hat mir aber wahnsinnig Spass gemacht. Am Wochenende will man vor allem loslassen, abschalten und sich amüsieren und ganz sicher nicht an die Arbeit denken. Also ich entspanne mich am besten, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin. Aber es muss immer etwas los sein, sonst ist mir eigentlich langweilig. Und ich konnte machen, was ich Lust dazu habe. Freisein heisst für mich, wenn ich wandern will, dann gehe ich wandern. Wenn ich schwimmen will, dann gehe ich schwimmen. Es gefällt mir nicht, wenn jemand hinter mir steht und mir sagt, was ich zu tun habe. Ich bin ein pünktlicher Mensch, ich komme nie zu spät. Auf mich kann man sich verlassen. Einfach nicht. Auch nicht zu hoch von sich selber zu denken und sich nicht als wichtigste Person hier auf Erden oder im Universum anschaut. Ja, es ist schon die Natur, die um die Berge herum ist. Und auch einfach die Zielsetzung, dass man jetzt etwas machen will, damit, dass man jetzt hier hochkommen will und dass man das einfach verwirklichen kann. Also wirklich, der Weg ist das Ziel. Ja, ich bin am liebsten für draußen in der Natur und habe frische Luft und bewege mich sehr gerne. Freundschaft ist mir sehr wichtig, dass man weiss, dass man jemanden hat oder wenn man jemanden braucht. Und man weiss, die Person ist gerne für einen da. Und es kommt dann gerne auch etwas wieder zurück, also dass man geht und auch wieder zurück. Ich bin eine, die Grenzen sucht, die ganz klar sagt, was sie denkt und die macht, was sie will. Also in meiner Freizeit das Wichtigste ist sicher der Hund. Es ist wie ein Partner in dem Sinn, oder? Man macht viel zusammen, er gibt auch gewisse Sicherheit. Also er ist schon mein Ein und Alles. Oder auch so am Bahnhof, ich habe dort auch meine Erlebnisse gemacht. So zu oben. Und wenn man natürlich einen Hund dabei hat, man fühlt sich schon viel sicherer. Nein, man sieht es mir nicht an, schon recht so. Weil er muss dann doch noch klar sein, der Birren, oder? Aber er muss dann gleich auch seine Sachen machen, als seine Aufgabe als Schutzhund. Und von dem her ist es gut, wenn man ihm es nicht ansieht. Ich habe gestiftet im Hatz 3 Jahre Tierpflegerin gelernt. Dann bin ich eigentlich, ich bin nie ganz weggekommen von den Hunden. Ich habe mich dann entschlossen, den Rest zu machen. Also wir werden sicher eingesetzt mit der Polizei und eben so WEF oder G8. Oder sonst, wenn es so grössere Anlässe sind, wo es etwas zum Bewachen gibt, wird das Militär sicher aufgeboten und die Hundeführer auch. Der Hundeführer selber ist nie allein, der gibt Sicherungssoldaten bei, wo wenn man den Hund schickt, dann nimmt die Person noch fest, oder? Weil der Hundeführer selber darf nichts machen. Also wir selber mit dem Militär arbeiten sicher mit der Polizei zusammen. Ja, einerseits ist es zwar eine einfache Arbeit, aber sehr interessant. Und es gefällt mir sehr, wenn man sich einsetzen für die Leute einsetzen muss. Und Rettungsarbeit finde ich sehr nützlich. Das zeigt das Beispiel von heute Morgen. Man kommt her und steht vor einer Katastrophe. Aber bevor du irgendetwas unternimmst, musst du überlegen, was zu tun ist. Du musst dir also ein Bild können machen von der Katastrophe, vom Ausmaß von der Katastrophe. Und dann schlägst du Alarm und alleine kannst du ja nicht viel machen. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst mal rufen und schauen, ob jemand da ist, ob etwas hörst. Sobald die Hilfe da ist, läuft alles nach einem ganz bestimmten Arbeitsplan ab. Und jeder weiß genau, was er zu tun hat. Zu meinem Beruf gehört auch Schwimmen. Ich arbeite im Rettungsdienst. Nicht jeder kann Leben retten. Man braucht dazu viel Übung. Das bedeutet mir sehr viel, Leben zu retten.
Beim Militärdienst bin ich Panzersoldat. Und zwar bei den Leopard-Panzer. Wir haben schon viel am Simulator gearbeitet. Man muss viel üben, denn der Panzer ist ein riesiges Monster, eine riesige Maschine. Wenn man bedenkt, dass wir die Maschine selber fahren, dann ist das schon sehr beeindruckend. Sie hat tatsächlich eine sehr grosse Feuerkraft. Und ich hoffe wirklich, dass ich die Waffe nie einsetzen muss. Und wir ja irgendwie auch von den Kriegen verschont sind geblieben, von den grossen Weltkriegen und so. In anderen Orten passiert das alltag. Wirklich, da sterben Leute und so. Eben, ich finde, das Militär, ja, ich mache es. Nicht aus dem Grund, dass ich irgendwie, dass ich mir denken kann, ja, ich könnte vielleicht mal das Land beschützen, das Vaterland, so gesagt. Sondern ja, es ist echt eine Ausbildung, ja, die du machen musst. Ich habe irgendwie so von einem Politiker etwas gehört, und er hat erzählt, wir haben 2 Flugstunden von hier. Und dann sind wir im Krieg. Was mich betrifft, ich kann das Lager nie verlassen und mir sagen, alles in Ordnung heute, gibt es kein Problem, die Sonne scheint. Die Leute sind zufrieden. Die Situation ist paradox. Zurzeit ist es ruhig, aber gleichzeitig darf man keine Entwarnung geben. Jedes Mal, wenn man das Lager verlässt, muss man daran denken, das ist ein Kriegsgebiet. Dass man sich in Gefahr begibt und dass man immer wachsam bleiben muss. Nach Friedensschluss sind die Länder zur Friedenssicherung hierher geschickt worden. Viele Länder haben sich auch freiwillig zur Friedenssicherung bereit erklärt, so wie wir auch. Zusammenarbeit mit den Armeen aus Deutschland, Frankreich oder Amerika macht deutlich, dass die Schweiz nicht im Abseits steht. Nicht nur im Militär und im Ausland ist Zusammenarbeit mit anderen wichtig. Die Sicherheitspolitik in der Schweiz selber, die basiert auf dem Gedanken von Sicherheit durch Kooperation. Und die Schweizer Sicherheitspolitik, die basiert auf 7 Säulen. Da ist einmal die Armee mit ihren 3 Einsatzgebieten. Der subsidiäre Sicherungseinsatz und den Einsatz zur Existenzsicherung, der Friedensförderung und der Verteidigung. Das ist wirklich noch schwierig zu sagen. Ich bin eigentlich mit einer guten Zeit aufgewachsen, dann hat langsam wieder alles floriert. Ich mache den Zivilschutz und bin dort als Stabsassistent eingeteilt worden. Man muss als Stabsassistent Leitungen bauen können, dann gibt es einen Kommandoposten. Und dort tut man eigentlich nachher Schäden einzeichnen. Sehr wichtig, dass die Informationen korrekt übermittelt werden und dass so der Auftrag erteilt wird an die richtigen Leute. Und dass man sofort etwas unternimmt, weil sonst kann es zu spät sein. Also im Notfall schafft man eigentlich auch mit dem Militär zusammen, auch mit der Sanität, eigentlich mit allen zusammen. Weil es müssen alle schlussendlich am gleichen Strick ziehen, damit es auch klappt. Katastrophen richtet in unserer modernen und hochtechnisierten Gesellschaft immer mehr Schäden an. Darum ist der Bevölkerungsschutz ein wichtiges Element der Sicherheitspolitik. Der Zivilschutz tut zusammen mit der Polizei, der Feuerwehr, dem Gesundheitswesen und dem technischen Betrieb den Schutz der Bevölkerung in unserem Land sicherstellen. Ja, mich beschäftigt schon, ja, wo die ganze Welt angeht. Ich mache den Dienst aus Gewissensgründen, wo wir zum Glück hier in der Schweiz die Möglichkeit haben, den zu nehmen, und das ist der Zivildienst. Ja, Zivildiensteinsatz muss man sich selber organisieren. Ob es das mit Menschen zu hat oder eben mit Tieren oder eben so wie ich jetzt bin, im Unterhalt. Man muss vorbeigehen und dann gibt es die Abmachung, dass man dann und dann, wenn man will, dort den Zivildiensteinsatz abverdienen tut. Ich habe noch 4 Monate zu gut, kann man sagen, und die würde ich gerne irgendwo im Ausland absolvieren. Ich denke, die Schweiz engagiert sich vor allem im Ausland, indem sie Hilfseinsätze gibt, also in Krisengebieten, wo Not am Mann ist, also vor allem humanitär engagieren tut.
Stefan hat recht, die Außenpolitik ist ein wichtiger Bestandteil unserer Sicherheitspolitik. Es geht darum, unsere Interessen im Ausland zu verteidigen und unsere Solidarität mit den Staaten der internationalen Gemeinschaft zu bekunden. Also, man muss sicher damit rechnen, dass es terroristische Anschläge gibt. Die Sicherheit des eigenen Landes ist natürlich ein wichtiges Gut. Und die hängen immer mehr von Entwicklungen im Ausland ab. Staatsschutz und Polizei sind beides Elemente der schweizerischen Sicherheitspolitik. Der Staatsschutz schaut, dass wir eventuelle terroristische Anschläge gegen die Schweiz rechtzeitig entdecken können. Wenn die Schweizer Grenzen geschlossen würden, glaube ich nicht, dass sich die Schweiz lang halten könnte. Im Fall einer Versorgungskrise haben wir eine wirtschaftliche Landesvorsorge, die sogenannte Pflichtlager führt. In diesen Pflichtlager sind Medikamente, Treibstoff, Güter vom täglichen Bedarf und alles, einfach, was eben in einem Krisenfall nötig wäre, gelagert. Was Wirtschaftspolitik mit unserer Sicherheit hier im Land zu tun hat, sicher eine schwierige Frage. Gut, das Ziel der Wirtschaftspolitik ist, dass es uns gut geht. Wir machen aus diesem Grund auch in internationalen Organisationen mit, die UNO, Welthandelsorganisation. Was man dort drinnen will, ist miteinander reden im Fall von Wirtschaftskonflikten oder Handelskonflikten. Und durch das trägt man natürlich auch einen Beitrag zur Sicherheit bei. Im Krisenfall muss sofort die Bevölkerung informiert werden. Die Leute müssen so schnell wie möglich erfahren, was passiert ist, damit sie sich in Sicherheit bringen können und wissen, wie sie sich verhalten müssen. Das ist richtig. Gerade bei Katastrophen ist eine klare Information von der Bevölkerung absolut lebenswichtig. Was bringt mir der Einsatz beruflich? Das ist das erste Mal die Erfahrung. Beim Heimkommen hat man das Papier in Hang. Im Lebenslauf kann man angeben, dass man 6 Monate im Ausland war. Und das ist schon ziemlich viel. Das fördert auf alle Fälle Toleranz. Mein schönstes Erlebnis bis jetzt? Das war sicher der Helikopterflug.